Willkommen in der Sentinel Bay. Die Charakterdesigns aus Transformers Prime waren für mich anfangs extrem gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile finde ich die eigentlich ziemlich cool. Es ist eine ziemlich gute Mischung aus den Film, also Bay-Film-Designs und den Original-G1-Designs und relativ modern gemacht. Und ich habe mich sehr daran gewöhnt, weil ich sie sehr zu schätzen. Leider gibt es nicht so arg viele Figuren, die das wirklich sehr, sehr naturgetreu abbilden. Schon gar keine transformierbaren. Und wenn man es mit einer transformierbaren Figur nicht hinbekommt, dann versuchen wir es vielleicht mal mit einer reinen Action-Figur. Und genau das wollen wir uns heute angucken. Wir schauen auf den Iron Warrior Leader. Die Präsentation ist auf den ersten Blick nicht über die Maßen spektakulär. Wir haben eine einfache matt-schwarze Kiste. Hier vorne sind diagrammartige so Zeichnungen vom Bott-Torso und vom Rücken. Sieht ein bisschen aus wie ein Ausschnitt aus einer Anleitung, also nicht wirklich schön. Hier unten ein ganz kleiner Verweis auf die Firma, aber alles sehr, sehr schlicht. Was cool ist, wir haben auf der Unterseite haben wir ein Siegel. Und zwar steht da einmal One Shall Stand und auf der anderen Seite One Shall Fall. Finde ich ein nettes kleines Detail, ansonsten steht tatsächlich nichts weiter drauf, einfach nur eine schwarze Box. Und auch die Anleitung ist erstmal sehr, sehr unspektakulär, denn es ist einfach nur ein Zettel. Dadurch, dass diese Figur nicht transformieren kann, ist sie einfach nur erklärt, ne, wie der Armaustausch funktioniert, welche Batterie kommt da rein, etc. pp. Aber es ist gut beschrieben, von daher denke ich, ist es okay. Der Zettel ist ein bisschen billig, aber damit kann man arbeiten. Das Bild ändert sich jedoch gewaltig, wenn man diese Box einmal aufklappt. Denn da drin ist eine wunderschöne Stapelung von schwarzem Schaumstoff. Wir haben einmal hier so eine Schutzkappe und dann ist hier die erste Ebene, da sind Zubehörteile drin. Die zweite Ebene haben wir den Bot hier nochmal separat geschützt durch so einen Einleger und hier sind dann die ganzen Teile drin. Also das ist qualitativ wirklich toll, mag ich sehr, sehr gerne. Guckt nur genau rein, ob ihr nicht irgendwelche Teile noch in den Boxen liegen habt. Bei mir fehlte, dachte ich zumindest, ein Teil vom Bein. Das habe ich im Anschluss noch hier in den Boxen gefunden, irgendwo im Schaumstoff verdeckt. Also guckt da nochmal durch, falls euch irgendwas fehlt. Aber die Art von Präsentation und Verpackung finde ich richtig, richtig gut. Die Figur benötigt aus der Box heraus zwei kleinere Montageschritte. Wir haben einmal hier die Schulterpolster, haben hier vorne so ein silbernes Teil, das gehört nach vorne und dann habt ihr hier entsprechende Öffnung. Hier oben ist das schwarze Gegenstück und dann drückt ihr das Schulterpolster da einfach nur einmal dran und wir haben hier die Schlitze, die sind für seine Fensterteile. Die Anleitung sagt sogar, dass man sie einkleben soll. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, man kann sie draufdrücken, dann hält es eigentlich gut genug. Manchmal beim Posen oder so drückt man was weg, aber es muss meines Erachtens nicht zwingend geklebt werden. Ebenfalls selber einbauen müsst ihr das LED-Feature. Das hier ist das gute Ding, ne? Die beiden gelben Dinger, hier sind die Leuchten und da hinten rein kommt eine CR927 Knopfzelle, die ich leider nicht da habe. Das heißt, ich kann euch das Feature nicht zeigen. Das ist etwas schade, aber ich denke, es ist kein Beinbruch. Ne, der Kopf, den könnt ihr einfach hier nach oben öffnen. Dann müsst ihr gucken, dass ihr die LED hier reinschiebt und natürlich, dass die beiden Leuchten dann auch einigermaßen gerade hinter den Augen sitzen, was nicht so einfach ist, denn das Ding dreht sich ganz gern immer wieder mal weg. Aber wenn es einmal drin ist, denke ich, dann sollte das passen. Dann kommt der Deckel hier einfach wieder drauf und dann gibt es zur Aktivierung hier diesen kleinen Magneten, den hält man eben einfach hier seitlich an den Kopf oder so und dann leuchten die Augen. Kann ich euch wie gesagt nicht zeigen, aber ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Gucken wir noch eben aufs Zubehör, das ist nämlich gar nicht so arg wenig. Wir bekommen zweimal hier dieses wunderschöne Star Saber. Einmal in Türkis, dass wir so ein bisschen diese leuchtende Klinge darstellen. Ich persönlich glaube, dass eine durchsichtig transparente Klinge irgendwie hätte, dass das besser funktioniert hätte, aber sei es drum. Und wir haben hier die silberne Variante. Die sind von der Machart genau gleich, einfach nur unterschiedlich lackiert. Das Türkis ist ziemlich gut von der Lackierung. Das Silber lässt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wünschen übrig. Über die weite Strecke funktioniert es aber ziemlich gut und es ist halt wirklich sehr schön gearbeitet. Wir haben hier diese unterschiedlichen Ebenen wirklich, ne? Es ist also nicht nur modelliert, sondern wirklich aus mehreren Teilen zusammengebaut. Das ist alles klasse. Und wir haben hier diese Einzelklinge, die ist bei beiden so ein bisschen nach innen geworbt. Das ist jetzt kein riesiges Drama. Ist besser, als wenn es nach außen stehen würde. Vielleicht kriegt man das mit warmem Wasser irgendwie gefixt. Aber so, wenn du so von vorne so das hast, dann fällt das sowieso nicht großartig auf. Von daher denke ich, das passt. Wir bekommen dazu zwei Griffe. Und zwar einmal, das sind beide gleich von der Machart. Hier diesen Gunmetal lackiert. Einmal halt hier fest mit einmodelliert die Hand. Es ist, denke ich, okay, denn die Hände, die dabei sind, dafür ist das Schwert wahrscheinlich zu schwer. Und es ist eine andere Variante, als das jetzt irgendwie mit so einem Pack in die Handfläche und so. Ich kann damit leben. Ihr könnt halt die Griffe entsprechend tauschen, wie ihr wollt. Den Griff könnt ihr nehmen, wenn ihr es auf dem Rücken tragt und das entsprechend dann in der Hand. Wenn ihr es auf dem Rücken tragen wollt, braucht ihr noch diesen kleinen Haken hier. Und wir nehmen mal Spaß, aber jetzt das normale Schwert. Das Leuchtende hat er ja noch eher selten auf dem Rücken. Und dann stecken wir hier den Griff einfach rein. Er sitzt ziemlich fest, weil die Farbe dazu ein bisschen festgeschmottert ist da drin, aber es ist generell okay. Und dann haben wir hier diesen Haken. Ja, und der kommt hier in der Mitte durch diese Öffnung, kommt der durch. Also leicht schräg, dass das dann auch entsprechend aussieht. Und dann hängt das bei ihm am Rücken. Dafür müsst ihr die Halterung einfach nur hier mit dem Teil hier auf die rote Platte, müsst ihr einfach so dranhängen. Und dann passt das eigentlich ziemlich gut.
Es ist halt hier nur so draufgegangen. Das heißt, es ist relativ locker. Es wird wahrscheinlich das Posen und so weiter wird es nicht überstehen. Aber ich würde die Figur erst posen und dann das Schwert hinten draufhängen und dann ist es eigentlich okay. Der Haken hält aber ziemlich gut. Also den könnt ihr vielleicht sogar dran lassen. Und dann habt ihr hier diesen Look. Ich muss sagen, die finde ich echt ziemlich geil. Und ist ein schönes Feature auch, dass das so leicht schräg ist. Finde ich, sieht besser aus, als wenn das gerade wäre. Das macht schon mal eine ganze Menge her. Um mir das Schwert halten zu lassen, müsst ihr einfach nur die vorinstallierte Hand rausziehen. Das ist ein ganz simpler Pin von der Toleranz, aber ziemlich gut. Und dann steckt ihr das Schwert einmal hier rein. Müsst ein bisschen gucken, das Handgelenk ist in sich neigbar, dass sich das nicht wegklappt, aber dann geht das eigentlich ganz gut. Und dann hält er das Schwert auch vernünftig. Der Arm hat zwar manchmal so ein bisschen Toleranzprobleme, ist hier so das Ellenbogengelenk. Flippt dann manchmal so ein bisschen runter, aber grundsätzlich hält er eigentlich fast jede Pose damit, das ist okay. Bisschen schade ist halt, dass man es nur in der rechten Hand tragen kann, denn wie gesagt, das Halten in den Händen, ne, das sind hier diese ganz dünnen Dinger, das wird zwar vielleicht über Mühe und Not kriegt man das irgendwie hin, gerade mit zwei Händen übrigens funktioniert das eigentlich ganz gut aufgrund der Beweglichkeit, aber ja, vielleicht wäre dieser Griff nochmal für die andere Seite ganz nett gewesen, dass man es doch irgendwie mit einer Steckhand oder so macht. Ich denke aber, mit dieser Variante kann man absolut arbeiten. Wo wir die Hand schon abhaben, gucken wir gleich aufs zweite Zubehör, das sind seine Armkanonen, davon bekommen wir zwei Stück, generell schön gemacht, hier mit der silbernen Lackierung, ein paar türkise Akzente drauf, ein bisschen schlierig teilweise die Farbe, ich glaube aber, das ist Absicht, um so ein paar Kampfschäden darzustellen, das ist nicht überall gelungen, aber generell passt das schon und die sind nicht komplett identisch, die sind gespiegelt, aber sie passen an beide Seiten, man muss halt gucken, wie ihr das optisch lieber haben wollt, wir machen es jetzt mal hier so, wie in der Anleitung, wir haben einmal hier dieses Adapterstück, das drückt man hier dran und hier ist dann entsprechend das Gegenstück für den Arm und dann kann man das hier drauf drücken und dann ist das hier wirklich schön eingefasst, dass es so aussieht, als käme es aus seinem Arm raus und dann finde ich ziemlich gut. Letztlich, ob ihr die andere Seite nehmt, hängt nur davon ab, welche Seite ihr vorne haben wollt. Hier ist es vom Design her so ein bisschen anders. Ihr seht, die Kanone kann man an sich auch noch drehen, aber ich denke, das funktioniert und das hält auch vernünftig. Auch auf der anderen Seite lässt sich die Hand entfernen und wir bekommen nochmal ein doppeltes Zubehörteil, nämlich seine beiden Armklingen und die sehen super gut aus. Richtig gut. Auch hier das Silber nicht überall ganz sauber, aber generell so von der Form und so weiter wirklich schön. Ist insgesamt wie bei der ganzen Figur recht dünnes Plastik, also seid da durchaus vorsichtig. Die Montage und so ist aber kein Problem. Die Anleitung sagt, dass man es, Moment, muss ich gucken, dass ich es nicht durcheinander bringe, genau, so machen soll, ne, mit diesem schwarzen Teil, entsprechend hier so nach vorne. Ich finde, dann ist die Klinge aber oben. Ich finde, das sieht irgendwie falsch aus für mich. Das Schöne ist auch hier, ist das ähnlich wie bei der Handwaffe auch, ist es in beide Richtungen kompatibel. Also das hier funktioniert ganz genauso. Und ja, finde ich persönlich optisch besser. Austausch ist ganz simpel, also da habe ich nichts dran auszusetzen. Das letzte Zubehörteil ist auch gleich das spektakulärste. Und zwar haben wir noch ein Austauschgesicht ohne seine Battle Mask. Generell finde ich dieses Gesicht auch schon sehr gut. Wir gucken da jetzt mal genau drauf. Fürs Review lasse ich dann das andere drauf. Das sieht schon spitze aus. Ne? Die ganze Lackierung und so ist wirklich toll. Alles hier mit dem Gunmetal bemalt. Hier ist ein leichter Fleck drauf. Könnte aber sein, dass man das nochmal abwischen kann. Ja, geht einigermaßen. Und dann das ganze Blau ist lackiert. Die Figur ist von oben bis unten lackiert. Die Antennen sind schön spitz und so. Das sieht alles klasse aus. Richtig gut, wie vom Bildschirm gesprungen. Und der Austausch, ähnlich wie eben auch bei dem LED, ne, ihr macht das Ding einmal raus und dann könnt ihr das Gesicht hier nach vorne abziehen. Wenn ihr das LED drin habt, kann es sein, wenn ihr das nicht so schräg habt, dann fällt euch das eventuell raus. Aber ihr seht, es hält. Und dann könnt ihr das andere Gesicht einfach wieder drauf drücken. Nehmt euren Helm. Der hat hier hinten entsprechend sind so zwei Löcher, da sind dann die Pins entsprechend im Kopf und dann drückt ihr das hier einmal wieder zusammen und dann habt ihr hier das Gesicht ohne seine Maske und das ist krass gut. Das ist extrem gut, sehr, sehr lebensecht, also gemessen an der Cartoon-Vorlage. Absolut fantastisch. Ich habe das bei Jaker gesehen, der hat die Figur ja auch reviewed, der hatte hier so Dreckspuren einmal um den Rand, die habe ich zum Glück nicht, das wollen wir ihm scheinbar nur so rückstellen, vielleicht kann man die abbürsten oder so mit der Zahnbürste, weiß ich nicht, keine Ahnung. Meins sieht sauber aus, auch insgesamt von der Lackierung sehr, sehr sauber, absolut phänomenaler Kopf und wird auch der sein, mit dem er dann bei mir am Ende im Schrank steht, denn das ist einfach, das ist Optimus Prime aus dieser Show. Und das hätten sie kaum besser treffen können. Absolut phänomenal. Und was ich gerade über das Gesicht gesagt habe, gilt auch für die Figur im Ganzen. Ein absolut spektakulärer Anblick. Und ja, ist wirklich der Bildschirmvorlage 1:1 nachempfunden. Natürlich mit dem großen Vorteil, dass sie hier keine Transformation reinmachen mussten in diese Figur, sondern es ist eine reine Actionfigur, ähnlich wie die Spezero-Figuren beispielsweise auch. Das lässt sich auch von der Größe tatsächlich einigermaßen vergleichen. Ich packe gleich noch mal ein bisschen was daneben. Und auch vom Farbton, von der Lackierung und so weiter, ist das schon etwas, was man mit hier 3-0 und den großen anderen Herstellern, wie sich Magnificent Mecha, zeige ich euch nachher nochmal, auf jeden Fall zusammenstellen kann. Das sieht nicht verkehrt aus, ganz im Gegenteil. Vom Look her absolut hochwertig. So lange, bis man in die Details guckt. Da fällt er dann nicht völlig auseinander, aber ich finde schon, dass er optisch mehr hermacht, als dann tatsächlich dran ist. Denn wenn man ihn mal so ein bisschen in die Hand nimmt, sieht man,
alles an dieser Figur ist immer so ein bisschen am Vibrieren. Das liegt daran, dass wir durchgehend eigentlich überall relativ dünnes und bewegliches Plastik haben. Es ist nicht so, es ist nicht dieses Magic Square Nylon Plastik, was sich irgendwie so matt, also so komisch samtig anfühlt oder so. Es fühlt sich schon okay an, gerade die Arme und so weiter sind recht stabil. Er hat auch ein ganz gutes Gewicht, wobei ich für die Größe tatsächlich etwas mehr erwarten würde. Er hat aber an der einen oder anderen Stelle, hier unten die Teile zum Beispiel sind aus Metall, sicherlich ist auch hier im Bein selber noch irgendwo was aus Metall verbaut, das einen guten Schwerpunkt hat. Also er hat kein Stabilitätsproblem. Aber das Plastik fühlt sich durch die Bank weg, ehrlich gesagt, nicht sonderlich hochwertig an, wird ein bisschen halt kaschiert durch diese wunderschöne Bemalung, die aber auch nur im Farbton wirklich schön ist. Die Auftragsqualität lässt an einigen Stellen sehr zu wünschen übrig, ist teilweise sehr fleckig und so weiter. Wir haben hier teilweise so weiße, so silberne Ränder, die sind tatsächlich beabsichtigt. Den Look haben wir in der Show entsprechend auch gehabt, das sieht gut aus, aber hier zum Beispiel habe ich einen fetten Kratzer in der Bemalung. Generell sind die Oberflächen teilweise sehr fleckig. Ich glaube, bei den Waffen war es am extremsten, aber auch hier zum Beispiel kann man das einigermaßen erkennen. Hier oben sind so Blasen drin und so. Also Bemalungsqualität ist nicht toll. Ich glaube, die ist auch nicht über die Maßen stabil. Auch hier unten ist schon ein Kratzer drin. Auch hier ist so ein bisschen, ne? Hier ist es sehr sauber. Hier haben wir so schwarze Flecken drauf. Es ist recht uneinheitlich. Hier zum Beispiel diese silbernen Flecken, die beabsichtigt sind, die sehen klasse aus. Also es war jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen optisch hohe, technisch pfui, ganz so weit würde ich nicht gehen, weil er ist stabil und so, das passt alles schon, auch die Gelenkqualität ist gut, auch wenn hier nicht eine einzige Ratsche drin ist, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz gut gewesen wäre. Das passt soweit schon, der Look ist absolut fantastisch, da lasse ich nichts drauf kommen, das ist der mit Abstand schönste Transformers Prime Optimus, den ich jemals gesehen habe, der ist absolut fantastisch und es ist fast ein bisschen schade, dass der so groß ist und dass er halt für eine normale Transformers Prime Sammlung mit den anderen Mainline-Figuren von der Größe her nicht in Frage kommt. Es gab ja von Iron Warrior noch diesen Pioneer, der Vorgänger, der kam, der war, glaube ich, etwas kleiner. Der kam nicht ganz so gut an. Das Ding hier ist aber optisch absolut phänomenal und sollte sich in 1 zu 6, natürlich ist 1 zu 6 Transformer, müsste größer sein, aber so in diesem Hot Toys Segment, so von der Größe, siegelt er sich ungefähr an. Und gemessen daran, dass er mit 120 Euro oder was relativ bezahlbar ist, denke ich, kriegt man hier ziemlich genau das, was man bezahlt. Optisch fantastisch, Plastikqualität eher so meh und die Bemalungsqualität, ne, was den Farbauftrag und die Umsetzung angeht, lässt auch an der einen oder anderen Stelle ordentlich zu wünschen übrig. Bei der Beweglichkeit haben wir den Kopf auf einer Kugel und zusätzlich noch ein Scharnier hier im Torso. Dadurch kriegen wir einen maximalen Blick nach oben, auch einen ziemlich guten Blick nach unten. Also wenn man menschliche Figuren oder sowas dabei hat, geht das definitiv. Neigung ist da, wenn auch nicht ganz so weit, aber ich denke, es wird reichen. Und die Rotation, das funktioniert alles. Die Schultern haben wir hier einmal, das Schulterpad, das klappt hier nach oben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass diese schwarze Ecke, die bleibt ganz gerne mal hier hinten an den Reifen oder vorne an den Fenstern hängt, dass sie da nicht aus Versehen was überstreckt und dann abbrecht. Der Arm geht 90 Grad raus, da wäre vielleicht ein bisschen mehr schön, aber ich denke, es wird für die meisten Posen reichen. Und auch die Rotation funktioniert. Wie gesagt, hier hinten gerade wird es ziemlich eng, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr könnt aber hier, habt ihr nämlich ein Butterfly-Gelenk, das ziemlich cool ist, bewegt sich hier unten raus. Und auch hier vorne habt ihr noch ein zweites Butterfly-Gelenk, also eine Menge Reichweite drin. Und dann habt ihr hier auch ein bisschen mehr Spielraum, von daher sollte das alles kein Problem sein. Oberarmrotation, bisschen fest für meinen persönlichen Geschmack. Ne, kann man auch hören, aber sie ist da. Wir haben zusätzlich eine Rotation am Unterarm. Das wirkt erstmal redundant, hat mir aber bei einigen Posen geholfen, weil das Handgelenk aufgrund dieses Überhangs hier teilweise ein bisschen limitiert ist. Es geht nämlich nur bis hier und hier. Und wenn du dann halt noch zusätzlich hier aus dem Unterarm was rausholen kannst, ist das schon ziemlich cool, zumal die Ellenbogenneigung dadurch nicht beeinflusst wird. Apropos Ellenbogen, das ist ein doppeltes Gelenk vor der Reichweite. Das hat sich scheiße angehört. Vielleicht ist aber auch nur was übergesprungen. Aber das sind genau diese dünnen Plastikmomente, oder das dünne Plastik, was einem manchmal erschreckt, wenn irgendwo was überspringt oder so. Das ist sicherlich nicht so doll. Die Scheiben sind übrigens immer noch fest, aber ich merke schon, dass sie das ein oder andere Mal abhauen wollen. Also vielleicht ist Kleben doch eine ganz gute Idee. Ach ja, und die Hände sind designtechnisch überhaupt nicht toll, finde ich. Also ich finde die ziemlich hässlich. Klar, die hatten alle ziemlich spindelige Finger in der Serie, aber irgendwie ist das drüber, ne, weil die halt auch noch oben breiter werden. So, die sind nicht gut, aber ich sag mal, von der Beweglichkeit ist es okay. Sie haben einen Basispin, ne, und dann entsprechend hier ein zweites Gelenk hier oben. Das ist soweit alles okay. Die sind auch gut toleriert. Du kannst das hier entsprechend rotieren und dann das Handgelenk halt nicht direkt hier an der Hand, sondern mit diesem roten Teil hier hinten kannst du es noch entsprechend hin und her neigen. Das ist auch was, Stichwort Verarbeitung. Du drückst und dann tut sich hier so eine Lücke auf. Geht immer wieder zurück, aber sind so Kleinigkeiten. Torso, Rotation erstmal hier unten. Die funktioniert problemlos. Hier oben haben wir eine Beuge drin.
Und hier noch eine zusätzliche, da kommt er zumindest ein bisschen nach unten und auch ein kleines bisschen nach hinten. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen Neigung links-rechts, kann aber auch Spielematerial sein, da bin ich mir nicht 100% sicher. Die Beine sind ganz interessant gemacht. Erstmal gehen die hier nach außen, das ist okay. Wir haben dann einmal hier ein Gelenk, also hier dieses, und dann zusätzlich hier vorne noch ein Scharnier. Dadurch geht das Bein maximal weit nach oben. Das ist natürlich gerade für ihn, für diese Knieposen, da gibt es ja ein paar sehr ikonische Szenen in der Serie, ist es sehr, sehr entscheidend. Dazu kommt halt, dass wir dann hier noch das Doppelgelenk am Knie haben. Das heißt also einmal hier plus das zweite Teil hier. Wenn man das voll ausreizt, da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Es ist komplett durchdesignt, das ist sehr, sehr schick. Auch das ist ein bisschen fester. Dadurch aber alles, dass das alles Reibungsgelenke sind, ist das vielleicht gar nicht verkehrt, weil dann hast du zumindest die entsprechende Stabilität. Und wenn man hier die Gelenke alle voll ausreizt, dann kann man hier gucken, dass man das ein bisschen gegendreht, kommt das Bein auch seitlich vernünftig raus. Jetzt ist das Fenster endlich abgefallen. Aber naja, wie gesagt, kleben ist ja eine Option. Ich finde es okay, dass sie es nicht festgeklebt haben. Es ist ein Stück weit Transportschutz, nicht, dass was abbricht oder so. Damit kann ich leben. Und ich vermute mal, ein Tropfensekundenkleber wird jeder im Haus haben. Das ist eine Sache, die akzeptabel ist. Auch hier sehen wir schon erste Abplatzer auf der Farbe. Das ist sicherlich nicht so toll. Bestätigt aber, was ich gesagt habe. Knie habe ich euch jetzt schon gezeigt. Die Kniescheibe wirkt hier ein bisschen locker. Das ist aber einfach, weil hier das zweite Gelenk mit drin ist. Das ist dann hier nur so reingesteckt. Ne? Also Sachen, die halt nicht so richtig Premium wirken. Generell ist die zwar ziemlich stabil, die Figur. Ne? Also ich habe keine lockeren Gelenke oder so. Das ist alles in Ordnung. Aber ne, dieses Federn, dieses Nachfedern ist schon alles ein bisschen schräg. Bleibt noch der Fuß. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil hier so viele Einzelteile sind. Wir haben einmal hier die blauen Teile. Die lassen sich tatsächlich aus dem Weg klappen. Mal gucken, dass sie hier nicht verkanten. Aber grundsätzlich könnte hier so ein bisschen Platz schaffen. Dadurch hat der Fuß dann auch wirklich Spielraum, sich zu neigen nach innen wie nach außen. Der Fuß selber ist einmal hier auf dem Gelenk aufgehangen. Ne? Also hier in diesem Gehäuse. Das ist da und zusätzlich haben wir noch hier eine Zehenbewegung, die ist zwar ziemlich fest, aber die ist cool, weil du da halt wirklich sehr überzeugende Laufen, Gehposen sowas machen kannst. Also das ist alles cool. Also die Beweglichkeit der Figur, definitiv ihre ganz, ganz große Stärke neben der Präsentation, der Wirkung und dem ganzen Look. Kann man mit dem wirklich eine ganze Menge Spaß haben, was Fotos und so weiter angeht, Posen im Regal. Also da hat er eine ganze Menge zu bieten. Gemessen und gewogen kommt der Iron Warrior Leader auf 534 Gramm und ziemlich genau 29 Zentimeter. Und zum Vergleich haben wir hier einmal den Masterpiece 44 Optimus Prime und den APC Toys Megatron, der ja eher für die Chuck-Sammler gedacht ist. Und ja, für beide Sammlungen, weder Masterpiece noch für die Chuck-Prime-Sammlung, ist diese Figur größentechnisch wirklich geeignet. Absolut hervorragend dagegen passt er zum Magnificent Mecha MM01 und damit auch wahrscheinlich zu allen 3-0-Figuren und so weiter. Und das gefällt mir so gut, weil die auch so von der Bemalung, wie die Bemalung das Licht reflektiert und so weiter, ne, passen die so gut zusammen, dass ich tatsächlich überlege, mir in der Art und Weise vielleicht so die vier Primes, also G1, den Bay Prime, den Transformers Prime und jetzt halt hier den Bumblebee-Film Optimus, mir wirklich so als ein großes Display hinzustellen, weil ich finde, das hat hier wirklich schon einen gewaltigen Charme. Einen letzten Vergleich habe ich für euch aber noch, und zwar den mit dem First Edition Optimus Prime von Hasbro. Und warum zeige ich euch das? Ich habe eingangs gesagt, dass die Figur unter anderem natürlich deshalb so clean ist, weil wir keinerlei Transformations-Engineering da drin haben. Aber guckt euch mal im Vergleich die First Edition an. Und natürlich, der hat ein bisschen mehr Backpack und baut ein bisschen tiefer auf. Aber ich finde den immer noch absolut faszinierend clean. Und ich bin der Meinung, wenn man hier vielleicht auf das ein oder andere, hier das Backpack vielleicht ein bisschen größer, ein paar Details in den Armen, auf ein bisschen was verzichtet hätte, dann hätte man hieraus auch eine transformierbare Figur machen können. Natürlich wäre er dann deutlich teurer, weil dann mehr Teile dran sind und so weiter. Aber ganz ehrlich, einen Transformers Prime Optimus, der so aussieht mit dieser Lackierung, ist die Frage, ob die Transformation überstehen würde, das steht auf meinem Blatt Papier, mit dieser Lackierung, ne, mit diesem Kopf und so weiter und dann das Ganze transformierbar, das wäre mir locker 250 bis 300 wert gewesen. Überhaupt gar keine Frage. Fazit: der Iron Warrior Leader ist am Ende genau das, was er sein will. Eine fantastisch aussehende Actionfigur, die super posierbar ist, die klasse lackiert ist, zumindest von der Wirkung der Farbe her. Und das ganze Roboter-Design, die Gestaltung und so, ist perfekt. Ist absolut perfekt. Und die Mangel, Mängel, die er hat, die liegen eigentlich mehr so dann wirklich im Bereich der Verarbeitung, Verarbeitungsqualität, Materialqualität, Farbauftrag etc. pp. Sachen, die man eher nur dann sieht, wenn man mit der Figur wirklich hantiert und ein bisschen genauer hinschaut. Wenn man das Ding einmal in Pose setzt, und posen kann er wirklich so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann, dann
kann man ihn ins Regal stellen und dann sieht er da spitze aus und dann tut einem das nicht mehr ganz so weh. Beim Handling, finde ich, aber fällt das dünne Plastik vor allem fällt schon ins Gewicht. Die Gelenke immerhin sind allesamt stabil. Das heißt, er hält all seine Posen, das ist sehr, sehr schön. Das Zubehör lässt sich gut integrieren. Das passt alles. Ich hätte mir ehrlich gesagt andere Hände gewünscht. Also ich hätte auf diese frei posierbaren Hände verzichten können. Dafür ein paar schön durchdesignte, geposte Austauschhände. Das wäre für mich vollkommen in Ordnung gewesen. Ich hätte das Schwert gern, ne, zum Beispiel auf der anderen Seite, hätte gerne noch tragen können. Und die Schwerthalterung hinten ist da von der Idee wirklich sehr, sehr cool, aber das Schwert hätte da ruhig etwas fester draufsetzen dürfen. Mehr Kritikpunkte habe ich da dran nicht. Ich denke, der Preis ist fair, ist dem angemessen, was man da am Ende des Tages bekommt. Und ja, wenn ihr wirklich nur eine möglichst akkurate und ja, ich sag mal, grazil perfekt aussehende Variante dieses Transformers-Charakters haben wollt, dann seid ihr hiermit extrem gut bedient, solange ihr auf die Transformation verzichten könnt. Soweit mein Video zum Iron Warrior Leader. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern auf Patreon und checkt meine anderen Videos rund um Transformers Prime Figuren hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.